Ja, herzlich willkommen bei dem nächsten Spiel in der dritten Liga zwischen Eintracht Braunschweig gegen 1860 München. Ja, die Braunschweiger mit einem miserablen Start in der dritten Liga. 1 zu 4 hieß es am Ende in Magdeburg und die Fehlpässe bzw. die Abstimmung in der Abwehr und vor allen Dingen die Stellungsfehler sind auf jeden Fall auf die Niederlage zurückzuführen. Ja, und die vielen Fehler gegen Magdeburg, die sollen heute auf jeden Fall der Vergangenheit angehören. Ja, Derek Köhn, der Linksaußenverteidiger, ist vom FC Bayern München die zweite nach Eintracht Braunschweig gewechselt und hat dementsprechend in Braunschweig einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ja, nach der 1 zu 4 Klatsche in Magdeburg hat sich Trainer Markus Meier für eine sehr, sehr offensive Taktik entschieden. Hier haben wir die Aufstellung Kessel, Becker, Kansa in und Tierski in Abwehr. Erich Fitzner diesmal in zentralen Mittelfeld, Kobylanski im offensiven Mittelfeld. Bär und Potaru sind diesmal rechts bzw. links außen und im sehr, sehr offensives Mittelfeld. Und vorne haben wir wie immer Proschwitz. Ja, sehen wir uns die Aufstellung der 60er an. Der Manager Daniel Birovka hat sich für eine, ja, bisschen defensive Variante entschieden und schauen wir mal die Aufstellung an. In der Abwehr haben wir hier Rieder, Erdmann, Berzel, Steinhardt in der Abwehr, Wein, Moll im defensiven, Kindsvater, Willisch in links bzw. rechten Mittelfeld, Zierreis und Mölders vorne im Sturm. Ja, und ob die Taktik von Markus Meier heute aufgegangen ist, das werden wir heute erfahren. Ja, die Braunschweiger wieder wie gewohnt in Blau-Gelb und diesmal von links nach rechts. Und in den ersten Minuten ging es auch gleich zur Sache. Ja, mal Wein. Wein, schöner Pass auf Steiner, sehr schön gespielt. Moll auf Kindsvater, Kindsvater, Kindsvater. Und das Tierreis und die erste Parade von Festisch. Ja, ein paar Minuten später die erste große Chance für die Braunschweiger. Mit Einwurf mit Bär. Bär auf Kobylanski, Kobylanski flankt rein und da ist Hiller und dann kommt da Nerich und hier nochmal Hiller und ja, dann ertönt auch schon der Pfiff und der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Ja, und wir schauen natürlich in die Wiederholung rein und schauen mal, was passiert ist. Ja, schauen wir mal in die Wiederholung rein. Hier eine sehr, sehr starke Parade von Hiller. Und dann kommt Dennis Erdmann und hat den Ball erst getroffen, beziehungsweise den Nerich angeschossen. Und dann hat er das Bein hoch behalten und ja, gestrecktes Bein gegen Nerich hier sehr, sehr gut zu erkennen. Und eine korrekte Entscheidung vom Schiedsrichter. Fitzner gegen Hiller. Fitzner und Hiller pariert den Elfmeter. Ja, das kann auch der Trainer Markus Meier nicht glauben, aber der Elfmeter war auch sehr, sehr schlecht geschossen. Ja, wir springen in die 14. Minute. Braunschweig mit mehr Ballbesitz. Und der nächste Angriff der Braunschweiger mit Bär auf Proschwitz. Verliert aber den Ball, aber er kämpft sich den Ball wieder zurück. Bär sehr stark. Bär sieht Nerich, Nerich sieht Kobylanski, Kobylanski und das 1 zu 0 für Eintracht Braunschweig. Ja, sehr, sehr schöner platzierter Schuss von Kobylanski und diesmal hat es geklappt. 1 zu 0 für Eintracht Braunschweig. Ja, schauen wir nochmal in die Wiederholung rein. Hier Nerich sieht Proschwitz sehr frei. Sehr freies Schussfeld, zieht einfach mal ab aus der zweiten Reihe und für Hiller gab es hier definitiv nichts zu halten. Ja, große Freude auch beim Trainer Markus Meier und Kobylanski mit seinem zweiten Saisontor. Und wir springen in die 18. Minute. Ja, Braunschweig mit sehr viel Ballbesitz kontrolliert bisher das Spiel und der nächste Angriff der Braunschweiger und die machten auch dementsprechend jetzt mehr Druck mit Kessel, Fitzner, Fitzner, Kobylanski, sieht Nerich und das 2 zu 0 für Eintracht Braunschweig. Ja, was ist denn hier auf einmal los? Nerich genauso wie vorher mit Kobylanski. Ein Direktschuss und ja, ein super Schuss aus der zweiten Reihe. Sehr, sehr schön platziert.
hier nochmal die Wiederholung. Kobylanski direkt auf Nerich und ein Direktschuss direkt abgezogen aus der zweiten Reihe. Und für Hiller gab es auch diesmal nichts zu halten. Ja, die Taktik von Markus Meier scheint bisher aufzugehen. Ja, Nerich mit seinem ersten Saisontor. Und die Braunschweiger machten weiter Druck. 1860, die ließen sich weiter zurückfallen. Bär, oh, sieht schön auf Broschwitz. Und Hiller war diesmal zur Stelle. Und der nächste Angriff der Braunschweiger mit Kessel auf Bär. Bär, Fehlpass. Und der Gegenangriff von 1860 München mit Moll. Moll sieht schön auf Kindsvater. Kindsvater. Da kommt Kessel, kann aber ihn nicht aufhalten. Steinhardt, Ziereis, Kindsvater, Kindsvater, sie Ziereis und das 2 zu 1. Ja, so schnell kann es gehen. Wieder eingeleitet mit einem Fehlpass. Und ja, hier nochmal schön zu sehen. Direkt auf Ziereis und keine Chance für Festetsch. Ja, Ziereis mit seinem ersten Saisontor. Und die 60er machten weiter mehr Druck. Hier mit Mölders. Oh, schön auf Kindsvater. Bringt rein. Und da ist Becker. Und kann in letzter Sekunde klären. Die anschließende Ecke mit Kindsvater. Kindsvater, da ist Willig. Aber Proschwitz kann blocken. Und dann der Konter von Eintracht Braunschweig mit Kobylanski. Kobylanski, oh, auf und davon. Steinhardt kann ihn nicht mehr einholen. Kobylanski auf dem zweiten Pfosten wartet. Putaro. Und das 3 zu 1 für Eintracht Braunschweig. Ja, ein sehr, sehr schöner Konter von hinten rausgespielt. Und ein sehr, sehr schönes Tor von Putaro. Das 3 zu 1 für Eintracht Braunschweig. Ja, hier nochmal die Wiederholung. Sehr, sehr schöner Konter, der von Bär eingeleitet wurde. Sehr, sehr schöne Flanke. Und Putaro gewinnt gegen Wein das Kopfballduell und erzielt somit das 3 zu 1. Ja, Markus Meier bisher sehr zufrieden. Ja, Putaro mit seinem ersten Saisontor. Wir springen in die 32. Minute. Ja, Braunschweig ließ nicht so viel hinten zu, aber diesmal wieder die Braunschweiger mit Kobylanski und Hehler kann parieren. Ja, sehr, sehr schöner Versuch von Kobylanski und sehr, sehr schön pariert von Hehler. Dann bekamen die 60er einen Freistoß hier mit Steinhardt. Steinhardt und oh, Mölders verpasst ganz knapp. Wir springen in die 41. Minute. Wieder der nächste Angriff der Braunschweiger hier mit Kessel, der auch sehr weit aufgerückt ist. Nerich versucht's mal und Hiller mit einer starken Parade. Dann kurz vor der Pause nochmal die Braunschweiger, die hier auch nicht in der ersten Halbzeit nachließen. Hier Nerich, Fitzner zurück auf Nerich, aber Hiller war hier auch wieder zur Stelle. Ja, kurz vor der Pause nochmal die anschließende Ecke mit Kobylanski und da ist Putaro mit dem 4 zu 1 für Eintracht Braunschweig. Ja, das lief doch sehr, sehr gut in der ersten Halbzeit. Hier nochmal die Wiederholung. Kobylanski, sehr, sehr schöne Hereingabe und sehr, sehr schöner platzierter Kopfball von Putaro. Und hier gab es auch definitiv für Hiller nichts zu halten. Ja,
Putaro mit seinem zweiten Saisontor. Ja, kurze Zeit später war auch Schluss und die erste Halbzeit war vorbei. Ja, die Mannschaft von Trainer Markus Meier sehr, sehr stark in der ersten Halbzeit. Der Zwischenstand beträgt 4:1 und Putaro mit einer sehr, sehr starken Leistung in der ersten Halbzeit. Und für Braunschweig dürfte hier auch wohl überhaupt nichts mehr anbrennen. Oder vielleicht doch? Ja, und der erste Angriff in der zweiten Halbzeit kam von der Eintracht. Hier mit Kiewski auf Putaro. Putaro, oh, Ballverlust. Aber Nerich holt sich den Ball wieder zurück. Schirmt den Ball sehr, sehr gut ab. Nerich auf Kobalanski. Kobalanski sieht Fitzner und Fitzner und Hiller mit einer schönen Parade. Ja, sehr, sehr schöner Versuch von Nerich, aber auch nicht so gut platziert. Die anschließende Ecke mit Kobolanski. Kobolanski bringt die Ecke rein. Da ist Kessel. Und was macht denn Hiller denn da? Hiller ohne Reaktion. Und er hat wahrscheinlich gedacht, dass der Ball drüber geht. Ein katastrophaler Fehler von Hiller. Und ja, der hat wahrscheinlich gedacht, dass der Ball drüber geht. Und der Ball ging leider aber ins Tor. Hier nochmal die Wiederholung. Kobolanski, sehr, sehr schöne Hereingabe. Und Kessel mit einem, ja, noch nicht mal einen platzierten Kopfball und direkt auf den Torhüter. Und der katastrophale Fehler von Hiller führt zum 5:1. Kessel mit seinem ersten Saisontor. Wir springen in die 63. Minute, eine Standardsituation von den 60ern. Hier haben wir Wein. Wein bringt die Flanke rein, Kessel kann klären, Putaro gewinnt das Kopfballduell direkt auf Kobolanski und dann der Konter. Kobolanski auf Bär. Bär hat mal Platz. Bär lässt Berzel aussteigen. Bär sieht Proschwitz und Hiller mit einer starken Parade. Ja, sehr, sehr schöner Versuch von Proschwitz, direkt genommen, direkt abgezogen, aber auch super pariert. Und die anschließende Ecke mit Kobylanski. Kobylanski bringt die Ecke rein und da ist Proschwitz und ganz knapp vorbei. Ja, sehr, sehr guter Versuch von Proschwitz und hier können wir nochmal sehen, wie knapp das eigentlich war. Ja, dann war es soweit. Köhn bekam sein erstes Debüt, ersetzte Kiewski und Ziegele kam für Kansa und auf der Gegenseite kam Owusu für Zierreis. Ja, Viertelstunde noch zu spielen und hier Nerich mit einem Fehlpass, aber dann ging es wieder in die andere Richtung. Owusu, oh, sehr schön, lässt Köhn aussteigen. Owusu. Mit der Hacke auf Willisch, flankt rein und da ist Mölders, aber gut gestört von Becker. Ja, die Braunschweiger in den letzten Viertelstunde mit einigen Fehlpässen und aber auch mit verlorenen Zweikämpfen hier, zum Beispiel von Köhn. Köhn verliert den Zweikampf von Rieda und dann ging es wieder in die andere Richtung mit Rieda auf Mölders. Mölders sieht Willisch, Owusu, Mölders, Lex, Mölders. Oh, sieht Owusu kein Abseits, Pfosten. Und da kommt Mölders von hinten und das 5:2. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man den Ball verliert. Ja, dieses Problem haben die Braunschweiger oft genug im European International Cup gehabt. Die Ballverlusten haben immer zum Gegentor geführt. Und hier können wir nochmal schön sehen, sehr, sehr schöner Pass auf Owusu und direkt am Pfosten. Und dann kam Mölders aus der zweiten Reihe und der Rest war nur noch Formsache. Mölders mit seinem ersten Saisontor.
Ja, 10 Minuten vor Schluss kam nochmal Otto für Kobi Lanski. Ja, der letzte Angriff gehörte den 60ern aus München. Hier mit Rieder auf Mölders. Mölders wieder zurück auf Rieder. Rieder auf Wein. Wein, Willisch völlig frei. Und das 5 zu 3 durch Willisch. Ja, wieder völlig unorientiert. Die Abwehr, die Braunschweiger Abwehr. Und das müssen sie besser in den Griff bekommen. Ja, das war aber auch ein sehr, sehr schönes Tor von Willisch. Und ja, völlig allein gelassen, war niemand bei ihm gewesen. Hier nochmal die Wiederholung, sehr, sehr schön gesehen. Sehr schöner Pass und keine Chance für Festetsch. Ja, Marius Wiltsch mit seinem ersten Saisontor. Ja, zum Schluss bekam Braunschweig noch mal eine Standardsituation, aber hier auch kaum Gefahr für das 60er Tor und dementsprechend war es auch das auch gewesen. Der Schlusspfiff ertönte dann ein paar Sekunden danach und der Endstand beträgt hier 5 zu 3 aus der Sicht der Braunschweiger. Ja, das war es hier aus Braunschweig. Sehr, sehr schönes Spiel, sehr, sehr starkes Spiel der Mannschaft von Markus Meier. So kann es auf jeden Fall weitergehen, nur mit weniger Ballverlusten. Ja, Putaro hat mit seinen 2 Toren ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht und Derek Köhn hat sein Debüt auch sehr, sehr gut gemeistert. Ja, die Braunschweiger müssen demnächst in Jena ran. Ja, das wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Ja, ich sage schon mal Tschüss aus Braunschweig und ein Reporter hat jetzt noch Markus Meier am Mikrofon. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ich danke Ihnen.